Ja, also es will einfach keiner sehen, ne? Die Wahrheit aus diesem Gutachten, das Gute zu beachten, das scheint wieder völlig irgendwie, ja, das geht irgendwie so dann irgendwo hin, ne? Also die Wahrheit, ja, das haben wir erst mal gesehen und wahrgenommen und kennen die Wahrheit, aber das legen wir mal jetzt ins oberste Fach. Genau, wird dann wieder totgeschwiegen. Das ist das, was ständig passiert in Gerichtsverfahren. Ja? Monate sind vergangen. Es wurde ein Umgangsverfahren erneut von mir eingeleitet. Der weigert sich einfach zu beschließen und zu beschließen. Und jetzt habe ich es geschafft, ja. Also Monate später, wir haben ja jetzt, was haben wir jetzt? März 2023 hat er ta doch tatsächlich beschlossen, nach 3 Jahren der neue Richter in Augsburg, dass ich die Lea dann und dann und dann und dann und dann sehen kann. Von 10 bis 18 Uhr. Und ich, what? Ich soll jetzt von 0 auf 100 mit meinem Kind? 8 Stunden verbringen. Wie soll ich das machen? Wie denkt er sich das? Ich hab dann gleich gesagt, hey, wie stellen Sie sich das vor? Wir haben null Kontakt. Ach so, ja, mittlerweile. Oh, ja, genau, das Wichtigste. Ja, danke. Das Wichtigste ist mir ja, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Was mittlerweile eingetreten ist, ist. Ah ja, der Richter hatte nochmal mit meiner Tochter sie angehört. Und mittlerweile ist es doch tatsächlich so, wie es dann eben von Gerichts wegen meistens kommt und vom Jugendamt auch so gewünscht ist und auch von den anderen, dass meine Tochter einfach gesagt hat, ich will nicht zu meiner Mutter. Ich will nicht mit ihr reden, ich will sie nicht sehen, ich will auch nicht mehr nach Hause zurück. Nein, nach Hause gibt es gar nicht mehr für sie. Also nicht, das stimmt nicht, dass ich da was falsch sage. Nach Hause ist nicht, das ist nicht mehr ihr Zuhause hier bei mir. Inzwischen jetzt hat es sich so konstruiert. Ich weiß ja auch einfach nicht, was sie ihr dauernd erzählen. Das Heim tut ja alles, um mich schlecht dastehen zu lassen seit 5 Jahren bei dem Kind und jetzt ist es also soweit. Und dann stehen jetzt praktisch alle da und tun auf einfach so, ah ja, da kann man ja jetzt irgendwie auch nicht viel machen. Und jetzt kommt natürlich die Krux, jetzt sind 5 Jahre vorbei, jetzt ist sie 14 und jetzt sagt der Richter, das musst du dir echt mal geben, jetzt sagt der Richter, ja, Frau Fischer, tut mir schon leid, aber so umgeben wir. Ich kann das Kind nicht dazu zwingen. Ihr konntet es ja auch zwingen, in ein Heim zu gehen. Ihr konntet es ja auch zwingen, in die Schule zu gehen. Ihr konntet es auch zwingen, als Psychodepp dazustehen. Ihr konntet es dazu zwingen, in irgendwelche psychologischen Behandlungen gehen zu müssen, in sich irgendwelchen komischen krankenhausstationären Sachen einverleiben zu müssen. Dazu habt ihr sie auch gezwungen. Aber nein, jetzt ist sie 14, jetzt hat sie eine eigene Meinung. Hat sie die wirklich? Jetzt mal ganz ehrlich, sie ist immer noch stocktraumatisiert. Sie wurde von mir weggezogen, weil ihr sie mir ja nicht mehr, auch nicht sichtungsweise oder gesprächsweise zur Verfügung gestellt habt. Und ja immer nur unter diesen schwierigsten Kontrollen, wo gar nichts lief. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich spreche, was da alles passiert, ihr wisst ihr. Und jetzt wundert ihr euch, dass ihr nicht mehr nach Hause will. Und jetzt erzählt ihr Wille? Ja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man kann ihr eigentlich auch nicht alles durchgehen lassen. Ah, aber sie ist ja schon
schon 14 und ich kann sie doch nicht zwingen. So, jetzt haben wir wieder. So quatschen die da im Gerichtssaal jetzt und Stellungnahme hier und so. Ja, das kann doch nicht. Ach so, ja. Jugendamt hat sich auch wieder geändert, weil Fluktuation und so, aber das kennt ihr ja bestimmt schon alle. Da brauchen wir uns auch gar nicht mehr drüber unterhalten. Die Leute wechseln da wie Harry, weiß ich nicht, bleibt keiner da. Und dann hat sich wieder jemand Neues bei mir vorgestellt, die auch meinte, ja, Frau Fischer, kein Problem. Splack, quack, 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 quack. Klappe zu, Affe tot. Nix hat sie gemacht. Ich habe mich wieder engagiert, wieder in, wieder Zeit und Energie reingesteckt. Kommt nichts bei rum. Ja, gut. Das wissen wir auch, dass das so gemanagt worden ist. Das wird so systematisch so gemacht, dass ein Teil oder beide Teile entfremdet werden. Oder die, bei mir war es ja auch der Mutter entfremdet, dem Vater zugeführt. Das gelingt so, das machen die. Durch den Entzug natürlich, dass ich mein Kind widersprechend noch hören darf. Und jetzt schmeißen sie mich in den heißen Pott. Tatsächlich. Ich sollte jetzt die Suppe auslöffeln, die die eingebrockt haben. Und schmeißen mich jetzt rein und zwingen die Lehrer dazu, mit mir sich zu treffen. Und ich habe gesagt von vornherein, hey Leute, das wird nicht klappen. Das ist doch völlig schwachsinnig. Ein Kind dazu jetzt zu zwingen, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Das kann doch nicht funktionieren. Und das, ja, also, ach so, sie haben wir ja jetzt genehmigt. Ach, das hatte ich ja total vergessen. Ich habe eine Genehmigung, jetzt mit ihr über WhatsApp zu kommunizieren. Sie kann mich auch anrufen und sie kann mir auch schreiben. Gut, das hat ein paar Mal geklappt, aber das veräppt dann auch wieder ganz schnell. Und ich will ihr ja auch nicht auf den Keks gehen oder ich will sie auch nicht drücken. Druck hat sie genug. Dann passiert da auch nicht so viel. Mir wird jetzt dann gesagt, ja, Frau Fischer, das schaffen Sie schon. What? Wer sagt, und wenn es nicht klappt, dann bin ich wieder die Blöde, stimmt's? Letzten Endes sind alle fein raus. Und alle können wieder mit den Fingern. Die da. Auf mich zeigen. So, das war jetzt das neueste Statement dieses Gerichtsverfahrens, das ziemlich verfahren ist. Vielleicht sollte das anders benannt werden, damit uns was anderes widerfährt. Ja. Und meine Tochter hat mittlerweile ganz schön geschnallt, wie das da läuft. Kommt jetzt auch noch dazu. Das heißt also, ich meine, die ist ja mit dem ganzen Trubel mitgewachsen. Was hat sie also für Erfahrung gemacht? Manipulation funktioniert. Also ich erkenne dieses Kind einfach überhaupt nicht mehr wieder. Ich habe sie jetzt mal gesehen. Aber sie hat alles jetzt praktisch in der Hand und das weiß sie auch. Kann aber natürlich nicht im geringsten damit erstmal umgehen, weil sie natürlich überhaupt nicht die Verantwortung dafür übernehmen kann. Es wird ihr aber zugesprochen sozusagen, sie sollte das jetzt langsam können. Und sie hat es jetzt so gedreht, dass sie wollte, dass ich mich mit dem Vater und ihr mal treffe. Und ich habe gleich gesagt, boah, das geht eigentlich gar nicht. Sie weiß, dass das eigentlich gar nicht geht. Und ich habe, ja, natürlich, um sie mal zu sehen, zugestimmt. Wie das weiterging, erzähle ich gleich.